Medaille opferst? Feierabend. Ah ja, heute ist Montag. 8 Stunden gearbeitet. War auch ziemlich anstrengend. So anstrengend, dass ich gar nicht zur Pause gekommen bin und gar nicht richtig mit meinem Schatzi telefonieren konnte. Achso, warte mal. Ich gehe völlig falsch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe ja das eine Mal meine Top-Snacks gezeigt. Und jetzt gerade habe ich hier Zeit. Jetzt zeige ich euch meine Top 10, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt 10 werden, Lutschsachen. Also so Naschsachen. Ne? Sachen, die man nascht. Die man nicht einfach so snackt, sondern wirklich Süßigkeiten. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie ordne. Ich habe mir jetzt keine Liste überlegt, das ist jetzt total spontan. Also auf jeden Fall dabei, ganz oben sind Gelee-Bananen. Gelee-Bananen finde ich super. Ja, ich mag dieses Gelee einfach. Auch ziemlich geil ist, Moment, hier, so eine Gelee-Früchte. Aber lieber habe ich die Bananen. Ziemlich geil sind, wo haben wir die denn? Hä? Ich finde die nicht. Ah, hier, direkt davor. Kennt ihr die? Wikingerröllchen, das ist so mit Marzipan. Die machen richtig süchtig. Dann, auf jeden Fall, Pickup. Aber, hier, die normalen oder die hier. Die sind gut, aber die sind vollmig. Die sind auf jeden Fall noch eine Ecke besser. Dann, wo haben wir es? Auf einmal finde ich hier nichts. Da. Duplo. Duplo sind auf jeden Fall die besten Riegel, die es irgendwie so gibt. Wenn ich wenn man die anfängt, dann sind die auch sofort alle. Also ich schaffe es eigentlich generell nicht so wirklich viel zu naschen. Ich bin auch. Aber wenn man mal was nascht, dann ist das jetzt so, dann sind das so die Sachen, die ich so am liebsten esse. So. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal hier. Warte mal, das bringen wir rüber. Da. Und wir gehen wieder zurück zu den Apfelringen. Und zwar die sauren. Die Pfirsich sind auch ganz gut, aber diese sauren Apfelringe, super top. Und gleich daneben die Kirschen. Die Happy Kirschen. Das sind so meine Lieblingslutschsachen auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Ja, die Schlümpfe, ist alles nett und gut. Auch diese Lachgummis sind geil. Aber, kennt ihr die Glühwürmchen? Die sauren Glühwürmchen sind einfach nur der Hammer. So, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn schon genannt. Joghurtgums habe ich früher auch sehr gerne gegessen, aber da gibt es mittlerweile, die habe ich irgendwann übergegessen. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen total gerne mögt und ihr esst die einfach zu viel und dann könnt ihr sie nicht mehr ab? So, aber haben wir überhaupt Colaflaschen? Wir haben gar keine Colaflaschen. Eigentlich sind Colaflaschen, an die habe ich hauptsächlich gedacht bei dieser Top 10. Nicht, dass sie jetzt unbedingt auf 1 sind, aber die wären eigentlich so die Sache gewesen, wo ich gedacht hätte, ja, die sind so dabei. So, jetzt muss ich ja ungefähr eine Reihenfolge da reinbringen. Also, ich kann, oh ja, ich habe bestimmt noch nicht mal 10. Toffifee. Alter, wenn die erstmal aufgemacht werden, Hammer. After 8 ist auch lecker. So, dann haben wir so ein bisschen, also ganz vorne dabei sind Toffifee, die Gelee-Bananen und Pickup. Das sind so, würde ich sagen, meine 3 Lieblingssüßigkeiten. Dann kommt aber auch gleich danach, kommt auf jeden Fall Duplo. Und dann kommen so die Lutschsachen. Dann kommen so Sachen wie die Ringe, wie die Kirschen. Was hatte ich noch genannt? Wir gehen hier mal so durch. Und auch die Glühwürmchen, das kommt ungefähr dann. Ja, so, und dann hatte ich noch Milka Tender und sowas. Das kommt dann so danach. Das war es auch schon, was ich jetzt genannt hatte. Ja, ihr seht, ich habe einfach mal gerade aus Lust und Laune, weil die gerade am Machen sind und ich gerade ein bisschen Zeit habe, bevor ich hier raus kann. Auch sehr geil ist sowas wie Mars hier. Mars und Snickers. Aber die anderen Sachen, die ich jetzt genannt habe, das sind auf jeden Fall so meine Top 10 Süßigkeiten. Ach ja, die Wikingerröllchen, die habe ich auch noch genannt. Die kommen auch irgendwann unten. Die anderen Sachen esse ich auf jeden Fall lieber als die Wikingerröllchen. So, das waren meine Top 10. Jetzt will ich natürlich wissen, was sind eure Lieblingssüßigkeiten, wenn ihr so richtig naschen wollt. Ja? Was für Süßigkeiten holt ihr dann? In die Kommentare bitte. Die sind immer noch nicht fertig. So, demnächst werde ich auch irgendwann machen meine Top 10 Cereals, also Frühstückssachen. Dann werde ich noch machen da meine Top 10 Getränke. Übrigens, hier ist euch die Stelle ungefähr bekannt. Da habe ich für meinen einen Battle, wo ich böse Sachen gemacht habe, da habe ich die Dosen geschüttelt.
Wahnsinn, oder? Wie man so alles so wiedererkennt. Ach ja, hier, wir haben kaum noch was über. Es war heute nämlich richtig voll. Alle Kartoffeln weg, alles total ausgeräubert, alles leer. Ja, es war wirklich ziemlich viel los. Hier, guck mal, das Bier. Das haben wir noch an Bier über, vom Fußball, alles weg. Wir haben so viel Bier verkauft, das ist der Hammer. Auch Chips und so, aber da ist mittlerweile wieder aufgefüllt. Ja, das war's. Ich werde mal nach Hause. Ja, aber ein bisschen Blödsinn gedreht auf der Arbeit. Wie gesagt, die waren gerade so am Abrechnen und so. Eigentlich mache ich das sonst. Aber Marc war am Abschießen, die haben abgerechnet. Ich hatte gerade nichts zu tun, dann habe ich da ein bisschen Quatsch gedreht. Ja, ich war gerade noch bei Anita und Mario. Und wir haben ein bisschen Dominion gespielt. Dabei kann ich natürlich nicht filmen, ich will ja spielen. Und die Hunde hatten heute auch mal Pause. Die waren auch total müde, die lagen da in der Ecke. Das zeige ich das nächste Mal wieder. Ein sehr erfolgreicher Abend für mich. Und zwar habe ich uns die Erweiterung, die uns noch fehlte, gekauft, Alchemisten. Das ist ja eigentlich die zweite Erweiterung, weil wir haben ja alles total quer durcheinander gespielt. Wir haben ja mit Intrige angefangen und dann Blütezeit, dann Hinterland, dann reiche Ernte. Ihr seht, total durcheinander. Und dann Seaside und jetzt halt erst Alchemisten und ist eine super Erweiterung. Macht mir super Laune und ich habe beide Spiele total dominant gewonnen. Es hat richtig Spaß gemacht. Die anderen hatte ich am Anfang einfach ziemlich Glück, wie das gelaufen ist. Und beim ersten Spiel hatte ich einfach eine richtig gute Taktik. Also muss man, Wunschbrunnen habe ich gespielt, zusammen mit, wie heißt denn der? Laborator, ich weiß es nicht mehr, wie der Typ heißt. Ich habe die neuen Namen alle jetzt noch nicht so drauf. Jedenfalls lief es so, ich habe eine Karte und eine Aktion bekommen, habe die obersten vier Karten umgedreht, alle Kupfer und alle Tränke auf die Hand genommen. Das waren irgendwann keine mehr, aber ich konnte halt alle vier Karten in einer Reihenfolge zurücklegen, wie ich es wollte. Und dadurch wurde der Wunschbrunnen so stark, weil ich halt immer total den Kartenvorteil hatte. Habe mein ganzes Deck durchgezogen, hatte dann irgendwann Geld und habe irgendwann nur noch Provinzen gekauft, habe mir dann mit dem Baron später zwei Käufe gemacht und es ging einfach nur ab. Anita hatte auch eine ziemlich geile andere Taktik. Und zwar hatte sie andere Karten benutzt. Also lief auch ziemlich gut. Nur bei mir lief es alles ein bisschen schneller. Bei mir ging das schneller los. Deshalb konnte ich früher Provinzen kaufen. Ja, dann habe ich das Spiel irgendwann beendet und hatte gewonnen. In der zweiten Runde wurde es total aggressiv. Ich habe einfach ganz aggressiv mit dem Vertrauten alle Flüche verteilt. Die anderen hatten viel mehr Flüche als ich. Und dann habe ich in Ruhe ein bisschen Geld gekauft. Und dann wurde das Spiel auch irgendwann ganz schnell vorbei und ich habe als einziger überhaupt Pluspunkte gehabt. Mir hat es richtig Spaß gemacht, den Anita das erste Spiel auch, Mario heute leider gar nicht. Ich hoffe, dass mir das nächste Mal mehr Spaß macht. Jetzt werde ich allerdings heute früh schlafen gehen. Ich werde mir Raw heute noch nicht angucken, denke ich, weil ich habe meinem Schatzi versprochen, dass ich mal meinen Lebensrhythmus wenigstens ein bisschen umstelle. Dass ich nicht immer erst direkt kurz vor der Arbeit oder so aufstehe, weil das ist natürlich blöd, wenn ich dann bei ihr bin. Deshalb habe ich mir so überlegt, ich will immer so um 10, 11 spätestens aufstehen, was für mich schon früh ist. Durch meinen Arbeitsrhythmus, der kommt mir natürlich dann in die Quere. Aber mal gucken, ob ich das irgendwie demnächst mal umgestellt kriege. Also heute noch nicht Raw gucken. Weil dann würde ich um 5 auch wieder nicht ins Bett kommen. Sondern dann morgen Nacht irgendwie Raw gucken. Ja, und morgen arbeiten, dann zum Handball und dann mal gucken, auch wieder früh schlafen, weil ich bin Mittwoch wieder zu meinem Schatzi. Mittwoch, Donnerstag sehe ich sie endlich wieder. Oh, es ist immer so schwer. Auch wenn es immer nur ein, zwei Tage sind, selbst die sind echt schon die Hölle, weil ich sie so lieb habe. Ich gehe mal rein, muss ruhig sein, weil Malte schläft. Ich muss jetzt ruhig sein. Ich gehe jetzt rein. Wir sehen uns morgen am Dienstag. Ich bin gerade auf dem Weg zum Handball zur Halle. Ich hatte das gerade wieder. Es ist so unglaublich. Der Super Nintendo ist so alt. Das ist so ein altes Gerät. Man hat so einen perfekten Sound. Es hat mich gerade wieder total aus den Socken gehauen. Und zwar habe ich gerade, ich mache das manchmal, dass ich einfach so 20 Lieder per Zufall austausche. Ich habe da, was weiß ich, 1000 Lieder aus irgendwelchen Videospielen auf dem Rechner. Manchmal haue ich einfach 20 davon einfach wieder rauf, lasse Zufallswiedergabe laufen, dass ich halt zufällig irgendwelche Musik aus irgendwelchen Videospielen höre. Und eben kam auf einmal das Thema von Vega aus Street Fighter. Street Fighter 2 Tour. Und es ging so ab. Ich hatte so eine Gänsehaut, weil dieses das ist so geil, das Thema. Und da merkt man, wie gut der Super Nintendo war. Meine Güte. Kommt natürlich unten in die Videobeschreibung, das Vega-Theme, auch wenn ihr das natürlich alle kennt und auch einfach selbst tuben könntet.
Ansonsten, oh, ich hatte gerade wieder auch Gänsehaut beim Thema aus Teldrassil aus World of Warcraft. Ich hatte ja mit Nachtelfen angefangen, Nachtelfenjäger. Und oh, diese Musik aus diesem Anfangsgebiet, boah, es war so geil, Noob zu sein. Noob sein ist so geil. So, Training fertig. A-Jugend hat besser mitgemacht, war auf jeden Fall besser als sonst. Doch, wir haben auf jeden Fall vernünftig trainieren können, haben dann wieder gegen die B-Jugend gespielt. Mein Training selbst war jetzt war gut. Entschuldigung, da hatte meine Freundin mich gerade angerufen, hatte das Gespräch unterbrochen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt hatte. Das Männertraining danach war ziemlich cool, der Trainer war nicht da. Deshalb haben wir ein bisschen länger Fußball gespielt. Und ja, ich habe beim letzten Vlog, fällt mir gerade, habe ich ja vergessen, die paar Fußballszenen dazwischen zu schneiden. Die haue ich jetzt mal dazwischen. Das ist schon ein bisschen her, da haben wir halt mein Tor, dein Tor gespielt. Wie gesagt, ich hatte das ja kurz erklärt, man darf nicht in den eigenen Sechser, man darf nicht in die andere Hälfte, nur einmal den Ball berühren und muss halt so viele Tore über den Mann schießen, wie geht. Da habe ich nur ganz kleine Ausschnitte. Wie gesagt, das nächste Mal versuchen wir beim Fußball oder so mal wieder etwas aufzunehmen für euch. Wobei ich jetzt ja auch erst am Samstag und am Sonntag wieder Fußball spielen werde. Morgen geht es nach Fehmarn. Was auch immer ich da will, weiß man nicht so genau. Was ist da denn los? Da werden wir dann schön gemütlich Fußball gucken und ansonsten einfach auch eine schöne Zeit miteinander verbringen. Die Arme hat im Moment ganz... Mann, das gibt's doch nicht! Eine bodenlose Frechheit ist das! Das ist so unverfroren, ruft Mario mich tatsächlich an, weißt du? Schon wieder mitten in der Aufnahme, ey! Mann, warum rufen mich bloß so viele Leute an? Mann, kann man nicht mal in Ruhe hier mitten in der Nacht seine Aufnahmen machen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich erzählt habe. Ach so, ja, dass mein Schatz gerade ganz viel Stress hat. Die muss ich ganz doll lieb haben und ganz doll in den Arm nehmen, die beiden Tage, und mich ganz doll um die kümmern. Ja, ach, das wird aber auch schon alles wieder besser. Ich rede da ja immer Mut ein. Optimistisch sein kann ich ja ganz gut. Und man hat auch mal gemunkelt, ich hätte ab und zu auch mal gute Laune. Und die kann ich ja dann ein bisschen auf sie übertragen. Ich muss immer gucken, dass ich hier nicht überfahren werde, wenn ich gerade über die Straße gehe und mich dabei filme. Das wäre doch auch witzig. Live überfahren. So, pff. Ja, hallo meine Lieben, ich bin hier gerade auf der... Pff. Schön. Würde ich hochladen, wenn ich dann irgendwann aus dem Krankenhaus wiederkomme. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, nein, ich werde gleich nach oben. Ich werde, ich muss mit Martin noch was bequatschen. Und heute Nacht irgendwann werde ich noch Raw zu Ende gucken. Ich hatte schon ein bisschen geguckt und das ist ja die Job Evaluation. Mr. McMahon hat da ein bisschen Blödsinn gemacht. Interessante Matches auf jeden Fall. Werde ich mir mal genau angucken, was ich davon halte. Wird, glaube ich, eine gute Folge. Ist ja so ein 3-Stunden-Special. Ja, das werde ich dann nachher auf dem Weg resümieren. Vielleicht kurz beim Spielen was zeigen. Mal gucken. So, alles mit Martin bequatscht. Ist total interessant, weil auf Fando.tv wird sich jetzt demnächst einiges ändern. Und da werden einige Leute jetzt dazukommen. Ich möchte natürlich jetzt noch nicht so viel verraten, was alles noch nicht so gestartet ist, aber da wird sich einiges tun. Und da werde ich auf jeden Fall demnächst auch ordentlich Arbeit mit reinstecken. Also ich werde die Umfragen weitermachen, aber die Umfragen irgendwie ein bisschen umgestalten. Ich will da mehr Pep reinbringen. Hab mir auch schon ein bisschen überlegt, wie. Ich bin gerade auf dem Weg zu Anita und Mario. Und zwar möchte ich bei den Umfragen auf Tendo.tv, es ist vor allem toll, weil dieses Format, das ist etwas, was ich hier auf meinem Kanal halt überhaupt nicht mache. Deshalb macht das so einen Spaß, das dort drüben zu machen. Ja, dass man sich viel mehr abspricht, dass man viel mehr miteinander spricht, wer sagt jetzt was, weil dann kann ich auch viel besser, ich mache meine Moderation und so immer erst, wenn ich die anderen gesehen habe, dann kann ich viel besser darauf mal eingehen, dann kann man sich mal absprechen, dass man sich gegenseitig Vorlagen gibt und vielleicht sowas wie, das Spiel ist scheiße, damit der andere sagen kann, also nein, also man darf sich nicht verstellen, das müssen immer die ehrlichen Meinungen sein über die Spiele, aber dass man dann mal irgendwas bewusst sagt, was natürlich auch stimmt. Und dann kann der andere besser darauf eingehen. Dann kann man halt besser hin und her spielen und lustige Sketches einbringen. Oder mal gucken. Ich will auf jeden Fall mehr Pep reinbringen, dass nicht jeder nur für sich immer kurz ein paar Texte sagt zu den Spielen. So. Ja, jetzt wollen wir noch schnell eine Runde Dominion. Dann werde ich wieder nach Hause, werde mir den Rest von Raw angucken. Dann habe ich mir noch eine Suppe. Ich habe ja gesagt, ich will mehr Suppen essen. Ich muss echt aufpassen. Mein Schatzi... Die liebt das total, für mich zu kochen, also generell für andere zu kochen. Und die, als ich bei ihr war, da gab es halt Schinken-Hackröllchen. So einen richtig dicken Keller voll mit Reis und allem. Die wollten mir Nachschub holen.
Ich war schon total voll. Die hat auch immer Naschen da. Sie meint das ja nur lieb. Ich meine, sie macht das ja, weil sie möchte, dass ich glücklich bin. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich da nicht... Ich bringe da halt so unglaublich drauf an. Wenn ich mir so anfange, so was ganz viel zu essen, dann werde ich jetzt sofort dick, gerade weil mir jetzt auch im Moment... Fullmetal Alchemist ist im Moment so geil. Ich fahre ja morgen wieder mit dem Bus nach Fehmarn. Ich werde mir mindestens 3 neue Fullmetal Alchemist Mangas holen. Es bockt richtig im Moment. Der Mirai Nikki, der dritte, er ist echt skurril, der Manga. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist echt ein bisschen abgefahren. Vor allem die Haupttante da, die Hauptcharakterin, die ist richtig psycho. Ich kann das Ganze immer noch nicht ganz einsortieren. Es sind jetzt schon einige tot. Und es sind auch schon sehr, sehr viele da. Ich glaube, es gibt nur noch ein paar, die man halt gar nicht kennt. Bin sehr gespannt, wie das Ganze sich jetzt noch so entwickelt. Mein Arm wird richtig lahm. Ich muss dann da die Hand wechseln. Es ist voll anstrengend, die ganze Zeit so ein Handy vor sich zu halten. So, ja, den Rest erzähle ich euch später. Ich gehe jetzt erstmal hoch ein bisschen Dominion spielen. Ich bin schon viel zu spät, aber das hat ein bisschen länger gedauert mit Martin. Na, guck mal, der mag die Kamera, der mag mich. Nee, er mag mich. Wie sie um die Ecke guckt. Warum liebe ich Nintendo-Leute so sehr? Wir Nintendo-Fans sind mich total bekloppt. Und so, da vorne ist die Polizei. Die guckt jetzt, was ich hier Komisches mache. Gleich werde ich eingeliefert. Und zwar, Anita ist, warum warst du unterwegs? Mit den Hunden unterwegs. Hundefutter? Kaufen. Hundefutter kaufen. Und hat hier was gesehen? Pass auf. Da hat einer ganz lustig mit Pappmaché den Poller hier beklebt und ein Gesicht drauf gemalt. Und Choco pinkelt da jetzt, nee. Choco findet ihn toll. Choco hat da vorhin schon gegen gepinkelt. Ist das cool? Ist das cool? Ha, Nintendo am besten. Auf sowas Beklopptes kommen echt nur wir Nintendo-Freaks. Das war vielleicht eine dumme Scheißrunde, Dominion, eben. Das kann ich euch sagen, ey. Mit der blöden Dingsbesessenheit spiele ich nie wieder. Nie wieder. Ja, die haben das gehört. Ja, ging überhaupt nicht, ey. Da war so eine blöde Karte bei, die lässt uns wie der Mindslayer bei Magic den Zug eines Gegners kontrollieren. Oh, Alter. Ich saß da echt teilweise 10 Minuten rum, hab nichts getan, weil die irgendwie Doppelzüge hatten. Ja, hat aber war witzig. Wir haben den Poller gesehen, sind ein bisschen mit den Hunden gegangen. Und das war's auch schon. Das war mein Dienstag. Ich bin ziemlich kaputt vom Training, was gut ist. Gefällt mir. Ich gehe jetzt noch schnell duschen, da bin ich eben nicht zu gekommen. Dann werde ich mir Gedanken machen über diese ganzen Projekte von Tendo. Und ich freue mich natürlich super auf morgen. Morgen sehe ich meinen Schatz wieder, da geht es nicht Fame an. Ja, und das war's auch schon. Das waren meine ersten beiden Tage in der Woche. Es waren eure auch gut chillig, habt ihr die auch gut überstanden.